Testspiel haben wir drei verschiedene Setups mit dem Ziel, den Ball gleich schnell abzugeben, wie wir geschwungen haben. Und warum ist das wichtig? Weil nur so, wenn du nicht zu schnell durch den Ball gehst, geht der Ball gleich schnell weg, wie du geschwungen hast. Und das gibt dir mehr Ballkontrolle, gerade wenn du präzise das Green anspielen möchtest. Also verhindere hier, dass du dein langes Spiel mit ins kurze Spiel nimmst, indem du zu schnell durch den Ball gehst, sondern schau, wenn du die Bälle abgeben möchtest, dass du mit der Geschwindigkeit durch den Ball gehst, damit der Ball gleich schnell weggeht, wie du geschwungen hast. Das heutige Thema dreht sich um die Stammbreite. Wie breit steht man hier? Grundsätzlich haben wir im kurzen Spiel drei verschiedene Möglichkeiten, wie wir uns hinstellen, um bestmöglichst an den Ball zu kommen. Grundsätzlich wollen wir immer auf dem vorderen Fuß stehen und uns um diese Achse schlussendlich auch drehen. Wir wollen hier nicht zurückgehen, weil das würde der Boden hinten ins Spiel bringen. Wenn ich nicht so weit spiele, und das ist instinktiv, sagen wir, ich habe jetzt hier vielleicht so 20 Meter, die ich spielen möchte, dann reicht mir hier ein Setup, wo ich eine Schlägerbreite mit den Füßen auseinanderstehe, den vorderen Fuß leicht geöffnet habe, damit, wenn ich durch den Ball gehen möchte, mich auch besser abdrehen kann auf dem vorderen Fuß. Also 20 Meter zum Beispiel würden dann so aussehen, eine Schlägerkopfbreite, Fuß leicht geöffnet und von hier zurück. Und durch den Ball. Irgendwann kommt jeder Spieler dann mit einer Schlägerbreite an eine Grenze, wo er mehr Unterstützung braucht. Und da nehmen wir uns dann zwei Schlägerbreiten hier zur Unterstützung, damit die Bewegung etwas größer wird. Das ist sehr individuell. Ab wann es zwei wird, das muss man dann messen. Für das ist auch wichtig, wenn man gute Hilfsmittel hat, die einem die richtigen Zahlen geben. Und auch mit den richtigen Bällen solltest du arbeiten. Die richtigen Bälle sind die Spielbälle, die du dann einsetzt, damit es auf dem Platz kein Wunder gibt und du dann schlussendlich hier stehst und die Welt nicht mehr verstehst. Also, zwei Schlägerbreiten hier unten und somit komme ich etwas weiter. Und was immer das gibt, würde ich mir dann hier notieren. Das dritte Setup wäre drei Schlägerbreiten. Und hier bekomme ich wieder etwas mehr Schwung. Das wiederum hilft mir, dass ich den Ball wieder etwas weiter spielen kann. Und setze dies dann ein aufgrund von meinen Längen, wann immer ich so weit von der Fahne entfernt bin, dass ich dann selber bestimmen kann, okay gut, jetzt brauche ich eine oder jetzt brauche ich zwei oder jetzt brauche ich drei Schlägerkopfbreiten, damit ich immer noch den Ball mit der gleichen Geschwindigkeit abgeben kann, wie ich geschwungen habe. Das zum Setup. Breiter würden wir nicht stehen, das brauchen wir dann im langen Spiel. Und deshalb ist es wichtig, dass du die Stammbreite hier auf maximal drei Schlägerkopfbreiten beschränkst, damit du auch auf dem vorderen Fuß stehen kannst, weil wenn du zu breit gehst, dann funktioniert nachher der ganze Bewegungsablauf nicht mehr. Gut, bedanke mich fürs Zuschauen, leite das Video einem Freund weiter, der das weiterhelfen könnte. Freue mich auf das nächste Video, wo ich dir weiterhelfen kann. Bedanke mich für ein Abonnement. Bis zum nächsten Video. Tschüss!